Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge von Time to Do Spezial. Was wir heute in der Sendung haben, kann ich Ihnen noch gar nicht sagen, weil ich habe kurz vor der Sendung die Dinge zum ersten Mal gesehen. Und das macht es so spannend. Ich freue mich, dass sie zu uns gefunden hat. Bei mir ist Katharina Spörling-Kaffel. Und sie wird uns zeigen, was es mit diesen sensationellen Ringen und diesen goldenen Teilen auf sich hat. Herzlich willkommen im Studio, Katharina. Hallo, freut mich hier zu sein. Danke. Katharina, du hast uns tolle Spiralen und sie sehen wundersam aus. Wir haben die um unsere Glasflasche mit Wasser und die Gläser rumgelegt. Um was geht's hier? Es geht hier um die sogenannten Lightlife Tools. Und das sind Energiegeräte. Ja, wie der Ring, das war das erste Teil, das wurde 1991 von Slim Spörling entwickelt. Und zwar, das Geniale an den Ringen ist, die basieren auf heiliger Geometrie und auf Quantenphysik. Also hier wurde ein Maß verwendet, das auch beim Bau der Pyramide von Giza verwendet worden ist. Und was das Geniale von Slim Spörling war, dass er eine Methode gefunden hat, dass er ein Draht gedreht hat, dass man auf beiden Seiten Rechtsdrehung hat. Also okay. Wenn du einen normalen Draht nimmst oder einen normalen Ring, ja, und du nimmst ein Pendel, ja, und das ist ein sehr schöner Ring, dann eine Seite wird nach rechts drehen und die andere Seite, wenn du das Pendel hältst, dreht nach links. Das ist ganz normal. Das hat jede Seite hat er links und rechts. Und man sollte halt schauen, dass die Rechtsdrehung zum Körper hingeht. Ja. Und der Slim wollte aber was finden, wo beide Seiten gut für uns sind. Mhm. Ja? Und dann kam er also auf die Idee, den Draht an sich zurückzuziehen und dann zu drehen, und zwar nach rechts. Und das ist einer der Gründe, warum die Ringe wirken. Erstens mal das Maß, die heilige Geometrie. Das ist also ein sogenannter Sacred Cubit. Ja. Und mit dem kann man Wasser energetisieren, was sehr hervorragend ist. Wir haben autistische Kinder, die den auf den Kopf tun und sich total schlau fühlen auf einmal und in Kommunikation gehen, was sie vorher nicht machen. Ich setze mich auf den, wenn ich von Amerika rüberfliege oder wieder nach Hause. Jetlag-Thema und so. Kein Jetlag-Thema. Kein Jetlag-Thema. Nein, kein Jetlag-Thema. Ja, über Obst, über Gemüse. Also es ist wirklich ganz einfach. Und das andere, warum der Ring wirkt, da ist innen drin ein sogenanntes Tensorfeld. Ja. Das sagt man was, ja. Und wer mit dem Tensorfeld nicht vertraut ist, wir haben alle als Kinder, weltweit habe ich inzwischen festgestellt, dass man halt so, wir haben so Seifenblasen gehabt, ja, also so die Lauge und dann die Spule tippst ein und das, was man sieht, ist praktisch das Tensorfeld. Genau. Ja? Und manche können das Tensorfeld auch im Ring, wenn es ein bisschen dunkel ist oder gegen was Dunkles, so sehen. Ja? Oder manche fühlen, wenn sie mit der Hand durchgehen, das fühlt sich an wie so ein unsichtbarer Handschuh. Ja? So richtig angenehm. Und was auch noch die Ringe machen ist, und es wurde gleich am Anfang, haben sie da Untersuchungen gemacht, dass der orbitale Radius vom Elektron erweitert wird. Ja, der geht also da, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie viel Grad, aber der geht da raus. Und das heißt, alle Ringe ziehen mehr Licht an. Ja, wir haben also innerhalb vom Ring, wird Lebenskraft Licht angezogen. Ja. Und es ist wirklich spannend, was man heute alles machen kann damit. Du sagst, das wurde von dem Herrn Spörling entwickelt, 1991. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Ja, ich bin dazu gekommen. Mein Bruder hatte ihn in Amerika kennengelernt und hat dann gesagt, du musst rüber kommen, zum Slim gesagt, komm rüber und meine Schwester wird übersetzen. Und ich habe hin und wieder mal bei Seminaren übersetzt, ich bin immer alle Themen, wo irgendjemand wollte wissen, dass ich das erfahre, ja, da habe ich halt übersetzt. Und dann hat er gesagt, da kommt der Cowboy, ja, du musst kommen und musst übersetzen. Und dann haben wir gedacht, naja, schauen wir mal. Ja, ich habe mal war so
ganz unbedarft. Mein Bruder hatte ein paar so Sachen schon und dann hat er mir gesagt, ja, sei vorsichtig, mach dieses nicht und jenes. Haben wir gedacht, ja, whatever. Okay. Und auf alle Fälle, was das schlimm gemacht hat, und ich hätte damals schon denken können, dass da ein bisschen mehr im Spiel ist, ja, weil der hat meinem Bruder so ein Workbook geschickt, ein Handbuch, was er im Seminar austeilt. Mhm. Ja, und dann habe ich angefangen zu lesen. Und dann haben wir gedacht, das ist ja Wahnsinn. Ja, also wenn man so hiermit ja, Gesundheit verbessern kann, ja, immer da, wo es ja, zwickt, da legst du ihn hin und schaust, dass ich, bist überrascht, was dann passiert. Ja, also oft gibt es wirklich eine sehr große Reduzierung von irgendwelchen Unbequemlichkeiten, die man hat oder was wir hier haben, dass man das Wasser energetisiert damit, ja, oder ich habe immer einen, wenn ich irgendwelche Getränke, was immer, man kann einen Wein damit verbessern, ja, wenn man einen Wein hat, der ein bisschen sauer ist oder einen billigen Wein geschenkt bekommen hat oder versehentlich mal trinkt, dann stellen wir den in den Ring und dann schmeckt er gut. Dann wird aus dem Band am Süd gleich ein Monteau Chateau. Aber wie, du machst nicht mit einem Wein, der dir sehr gut schmeckt, weil der Geschmack kann sich verändern, ja. Aber Leute haben den übers Benzin. Kann ich denn theoretisch, fiel mir jetzt gerade so ein, weil ich das in der Hand so sehe, habe ich dann armreif geschaut, kann ich das auch als Armband tragen, das Ding ja, zum Beispiel? Ja, ich empfehle heute den Leuten, dass es dann, weil das ist, das ist jetzt praktisch ein halbes Maß von dem. Mhm. Ja, und das ist für die meisten Handgelenke zu groß, ja, und dann nervt dich das und dann fällt das runter. Manche, die ganz schlanke Arme haben, die kriegen das über den Ellbogen drüber, bei mir nicht mehr so ganz und deshalb tue ich das dann rein und oft passiert es mir dann, ich ziehe eine Jacke wieder an und steckt der Ring noch drin. Ja? Aber clevere Lösung, um das zu tragen, genau. Dass man es einfach unter Pulli ja. Oder Hemd oder so oder ist ja alles Hemd möglich. Oder wenn du Hemd hast, machst du einen Knopf auf, steckst das rein, machst den Knopf wieder kannst zu. Kannst du mal rausrutschen. Und dann hast du ihn immer. Gerade wenn man viel am Computer arbeitet, ist das hervorragend, ja. Oder hier kannst du sehen, was passiert, wenn man das Wasser energetisch, also wenn man einen Ring über den Wasserhahn tut. Mhm. Ja, und so, ich weiß nicht, ob man das Bild ein bisschen größer machen kann, so schaut, und das wurde beim europäischen Labor in Motto noch gemacht. Mhm. Ja, ich wusste nicht, dass es in der Schweiz auch eine Möglichkeit gibt. Ja. Jetzt weiß ich es. Also hier, so schaut das Leitungswasser aus, wenn es rauskommt. Ja. Ohne Bearbeitung, ohne alles. Ohne Bearbeitung, einfach dreht man Hahn auf und dann passiert. Und hier, da hat sie nur den Ring über den Wasserhahn gelegt. Man sieht also sofort, dass da eine Strukturierung passiert. Mhm. Ja. Und das Bild zeigt, wie der Ring, Viertelstunde das Wasser im Ring gestanden ist. Mhm. Ja, also schon eine deutliche Verbesserung. Und das dann über Nacht. Also das heißt, ja. So wie wir es hier haben, und wir haben ja jetzt im Studio schon gemerkt, dass es ist ja jetzt auch schon eine Stunde ungefähr drunter. Ja. Wenn ich das Wasser trinke, liebe Zuschauer, und glaubst mir, wir haben hier schon alles, Verwirbler, Energie, was es gibt drin. Es ist so weich und angenehm. Und gerade solche Dinge, wenn Sie in Ihrem Umfeld ältere Menschen haben, je älter man wird, desto schwieriger ist es mit dem Trinken und mit dem Schlucken. Und meistens wollen die gar nichts mehr trinken, weil sie sich der Durst abgewöhnt haben. Und wenn Sie dem jetzt ein Mineralwasser hinstellen, trinkt er einen Schluck, dann hört er auf, weil er sagt, das ist so hart, das kann ich kaum schlucken. Stellen Sie ihm das Wasser hin, wird der ältere Mensch ruckzuck wieder Wasser trinken und der Körper fängt wieder an, das Durstgefühl zu produzieren. Er will dann Wasser. Und dann ist natürlich mit so einem Wasser ganz, ganz anders, zumal dann auch noch die gewisse Energie drin ist, die auch alten Menschen oft fehlt. Und deswegen sind sie dann alle so ein bisschen tatterig, weil sie ausgelaugt sind, nutzen sie die Dinge. Und nochmal auf den Punkt zu kommen, den eben gesagt wurde von der Katharina, Obst. Ich habe eine Schale mit frischem Obst, genau. Das heißt, ich würde das drunter legen, würde die Obstschale da hineinstellen und einfach das Obst drin lassen. Ja. Wir wissen, Obst hält viel Flüssigkeit, klar, dann wird die Information von der Flüssigkeit aufgenommen und das Ganze ist viel energetischer. Auf alle Fälle. Kühlschrank? Kühlschrank, ich habe zum Beispiel einen der großen Ringe, habe ich bei mir auf dem Kühlschrank und ich habe mal Milch gekauft und habe... die dann vergessen und war also schon, war zwar biologisch und alles, aber 3 Monate über Verfallsdatum. Und dann haben wir gedacht, naja, bevor du das wegschmeißt, vielleicht kannst du doch noch eine Nachspeise machen. Probierst das mal. Ja, ich habe die aufgemacht, die hat gerochen und geschmeckt, als wie wenn ich es gerade gekauft hätte.
Genau das habe ich schon öfter gehört. Ich habe ja Kontakt mit vielen Menschen, die auch über das Thema Radionik arbeiten und Information. Ja. Vor Jahren gab es mal einen, leider verstorben mittlerweile, der hatte Kautschukfolien entwickelt, die hat er informiert. Habe ich den Test zu Hause gemacht, ein Salat und eine Tomate. Ja. Salat, was sagt die Hausfrau, 3 Tage kann schon, ist er braun, kann schon und zusammengefallen. Ja. Nach 2 Wochen war der Salat noch wie am ersten Tag. Einen Bio-Quark. Nach 3 Tagen fängt er im Kühlschrank schimmeln an. Ja, ja. Nach 3 Monaten konnte man ihn noch essen. Also es war sensationell, was das gemacht hat. Ja. Und es hilft uns natürlich auch in anderen Dingen. Wir wissen heute, 22% unserer Nahrungsmittel werden weggeworfen, bevor sie überhaupt im Handel sind. Und weitere 20% werden weggeworfen aus dem Kühlschrank, weil wir meinen, immer einen vollen Kühlschrank zu haben. Dann sind wir nicht mehr entscheidungsfähig selbst. Wir nehmen dann, gucken drauf, ah, steht drauf, heutige Datum, oh, leider schlecht weg. Wir schauen nicht mehr rein. Ich meine, ich weiß gerade, wie ich aufgewachsen bin. Wenn ich einen Joghurt früher wollte, ich die Großmutter an den Kühlschrank, hat aufgemacht, hatte Finger rein, hat so gemacht, gesagt, ist gut, da. Vielleicht hat meine Großmutter einen Scanner im Mund fürs MHD, ich weiß es nicht. Aber so bin ich aufgewachsen und fühle mich wohl und bin fit und war auch nicht krank. Also scheint doch irgendwas verändert worden zu sein. Lassen wir uns die Verantwortung nicht abnehmen. Also für mich ist ein MHT schon überhaupt keine Aussage mehr. Ich prüfe wieder die Ware und nehme es in die Hand. Und da ich mich so sensibilisiert habe mittlerweile, reicht es, wenn ich es anfasse, merke ich schon, ob es gut ist. Genau. Ja, genauso einkaufen. Ja. Obst, was will mein Körper? Äpfel, Birne, Tomate, was will er? Ah, okay. Genau. Da, wo mir das Wasser im Mund zusammenläuft, das kaufe ich und das will mein Körper in dem Moment. Kommen wir weiter zurück zu unserem Thema. Richtig, ja. Ich möchte jetzt noch mal kurz, weil unser Wasser, das hat nämlich was Besonderes. Und zwar hat es diesen schönen dicken Ring rum. Und da habe ich auch ein Bild. Das wurde jetzt in der Schweiz gemacht von... Moment. Lass es ruhig liegen, du nicht so das, wild. Ja, okay. Ja, die Zuschauer haben es gesehen. Und zwar hier sieht man das mittlere Bild. Ja, das ist also mit diesem Ring gemacht worden. Und da sieht man so richtig schön, wie der Kristall da ist, ja. Den unteren habe ich jetzt nicht dabei, aber das finde ich schon mal ganz, ganz toll. Ein wunderschöner Kristall. Ja. Und beachten Sie mal, liebe Zuschauer, wenn Sie den Kristall genau anschauen, er hat um die innere hexagonale Struktur, hat er drumherum in den kleinen nochmals eine hexagonale Struktur. Also da ist besonders viel Power drin in der Flüssigkeit. Und die Ausprägung der einzelnen Dinge zeigt die Leitfähigkeit an. Das ist eine Sensation, das Wasser zu trinken, was da drin ist. Es ist wirklich toll. Ich meine, der Ring hat außerdem auch noch andere Fähigkeiten. Also ich habe einige Leute in Amerika, die nehmen den zum Beispiel her zum Manifestieren. Ja? Und die sagen halt dann, gut, also sprechen ihre Gebete und dann zum Höchsten von allen und dann halt, was sie möchten. Ja? Und eine Kundin, die hatte, der wurde ihr Auto gestohlen in Houston, Texas, und Houston ist ja riesig. Und dann hat sie gesagt, ich möchte, dass das Auto gefunden wird vor Mitternacht heute. Ja? Und sie hat es dann 2 oder 3 Wochen später wiederbekommen. Und dann war es aber Gott sei Dank so schlau und hat gesagt, wann ist denn das Auto gefunden worden? Und es wurde um 15:45 vor Mitternacht wurde es gefunden. Nein! Ja? Aber der, das Nummernschild eingegeben hat, hat einen Zahlendreher gemacht und deshalb hat es so lange gedauert, bis es bekommen hat. Ach, okay, ja? Und andere nehmen den Ring zum Beispiel. Also ich habe einen schönen flachen Hinterkopf, der passt dann, bei allem passt er nicht. Aber dafür haben wir andere Ringe, die ein bisschen größer sind. Kann man auch, wenn man sich konzentrieren muss zum Beispiel, ja, wenn man gerade, ich hatte eine Mitarbeiterin, die hat nebenbei noch, also war im College für Krankenschwester, in Amerika ist die Ausbildung viel intensiver als hier, und hat dann noch bei mir mitgearbeitet und hat noch persönliche Probleme gehabt. Und die hat dann den Ring rum und die konnte sich wieder fokussieren. Also wenn ich das erzähle, das sieht ja fast wie ein Schmuckstück genau, aus. Genau, schaut aus wie ein Schmuckstück. Ja, es gibt ja für Frauen diese festen, halbrunden Dinge da, genau, dieses um den Hals. Und das ist ja ähnlich, nur ist das ein Funktionsschmuck. Das ist ein Funktionsschmuck. Alle unsere Teile, die wir haben, sind Funktionsschmuck. Also auch den Anhänger, der ist auch von uns. Ja, und, Vorsicht, dein Mikrofon. Ja. Oh ja, ich passe auf. So, also... Wir haben jetzt das Thema der Ringe. Jetzt nehme ich mal da, so, jetzt hänge ich mir den gleich rum. Was,
Ich meine, wäre jetzt ein bisschen unpraktisch, gerade beim Autofahren und so, ein bisschen groß. Aber den kannst du hinter den Sitz tun. Das haben genau, wir jetzt. Aber ich habe es schon gemerkt, die ganze Zeit, wo er hier neben mir stand, dass es gekribbelt hat. Am meisten, meine linke Hand ist anscheinend das empfindlichste Teil. Das war das Erste, was gekribbelt hat, habe ich hier gehabt. Sofort. Auch jetzt merke ich sofort, dass hier in meinem Körper irgendwas passiert. Es ist sofort, du spürst sofort, ja, dass irgendwas passiert. Mhm. Und Sie sind ja live dabei, ich sitze jetzt hier, ich habe ja nichts gemacht, aber ich spüre es. Zwei Fragen hätte ich noch dazu. Die großen Ringe wozu und warum sind um manche Ringe Kugeln und um andere nicht? Sehr gute Frage, danke. Also Slim hat also auch Nikola Tesla studiert und Wilhelm Reich, und der Tesla sagt ja, Kugeln oder Sphären sind Verstärker. Ja, okay. Um das Tensorfeld zu verstärken, haben wir also drei Kugeln bei den meisten Ringen und bei einem haben wir sieben. Das ist nochmal der, sage ich mal, spirituellste Ring, und der muss natürlich sieben Kugeln haben. Ja, also je nachdem, wie viele Kugeln haben wir, also die Kugeln sind Verstärker von dem Tensorfeld. Okay. Und wie gesagt, alles, hast du ja vorhin schon gesagt, nach göttlicher Geometrie, genau, nach all diesen Geometrie. Erkenntnissen, Reich sagt uns was, Orgon, Lebensenergie, ja, richtig, und so weiter. Genau. Mhm. Und der Ring, der hat von Haus aus schon ein stärkeres Tensorfeld, weil das Draht stärker ist. Also je dicker der Draht ist, umso stärker ist das Tensorfeld. Genau. Mhm. Und bei den großen Ringen, da haben wir trotzdem Kugeln hingemacht, und zwar bei den starken, das sind handgemachte Kugeln. Ja, da haben wir so große Kupferscheiben, und da werden die dann ausgeschnitten und dann gehämmert und dann zusammengelötet und dann ein Loch rein. Also es ist ganz schöne Arbeit, die da dahinter steckt. Und die Ringe nehmen Leute zum Beispiel gern zum Meditieren, ja, oder am Kopfende vom Bett, ja, hinstellen, dass man wie in so einem Lichttunnel schläft. Ja. Oder auch unterm Bett ist sehr schön. Ja, manchmal hat man zu viel Energie dann, aber gerade für manche Leute, die es im Kreuz haben, wie der Bayer sagt, ja, da ist das also eine... Also die Rückenproblematiken haben. Ich kann bayerisch übersetzen. Danke. Ich habe schon gewusst, irgendwann kriege ich einen Übersetzer. Und von daher... sind die Ringe halt ganz gut. Die sind auch, wenn man die gleiche Größe hat, dann so im Fischblasenmuster, die unter das Bett tut. Oder wir haben Körpertherapeuten, Masseure und Physiotherapeuten oder Heiler, die haben die dann so fünf Ringe ineinander unter dem Bett, beziehungsweise unter der Massageliege. Oder wenn wir Workshops machen, dann haben wir auch eine Massageliege, wo Leute das selber mal ausprobieren können. Also da muss nichts wehtun. Es ist einfach ganz eine tolle also man spürt Energie. Sofort. Man kann wirklich dann spüren. Und gerade wenn so Körpertherapeuten, wenn die jetzt einen Klienten haben, der, sage ich mal, schwer loslassen kann, ja, die Ringe können denen dann helfen, dass sie leichter loslassen. Und dann wird natürlich auch die Arbeit leichter. Ja, und ich zum Beispiel, wenn ich so jemand Ringe auflege, ich nehme dann den und die Größe ineinander, weil der eine ist mehr fürs Körperliche, der andere ist mehr fürs Mentale und der andere mehr fürs Spirituelle, und dann lege ich die dann so den Chakren runter auf, und wenn sie dann sagen, gut, die Stelle hätte gerne ein bisschen mehr Beachtung, dann tue ich da entsprechend noch was dazu. Mhm. Jetzt habe ich eben gehört, Ringe verschiedene Energien. Mhm. Wie weiß ich als Zuschauer jetzt, was für mich das Richtige ist? Einfach zu überlegen, was möchte ich denn damit machen? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, mir geht es darum, mein Wasser noch mehr zu energetisieren oder meine Lebensmittel, oder ich bin viel unterwegs, auch mit dem Auto. Ich hatte eine Bekannte, die konnte im Auto nur eine Stunde fahren auf der Autobahn, und dann musste sie raus, weil es so stressig war. Die hat sich auf so einen Ring gesetzt und gesagt, Katharina, jetzt muss ich nur noch raus, wenn ich auf die Toilette muss oder wenn ich tanken muss. Ja. Also man kann das theoretisch im Auto auch unter den Sitz legen? Ja, natürlich, unter den Sitz, ja. Oder halt beim Fliegen auch, oder wie gesagt, ich habe zum Beispiel einen Gasofen, und ich habe über jeder
Burner, wie heißt das auf Deutsch? Den Brenner. Brenner habe ich halt so einen Ring. Ja, ich habe die großen Ringe zum Beispiel auch im Auto. Wenn ich das Essen heimbringe, ja, ich kaufe zwar auch biologisch ein, aber in den Geschäften müsste ich ja nachspritzen oder überhaupt spritzen. Mhm. Und dass die Ware dann schon, sage ich mal, mit mehr Licht nach Hause kommt, als ich es eingekauft habe. Das ist natürlich sehr gut und vor allen Dingen die Energetisierung der Lebensmittel. Eben. Heißt auch, dass wir dann mit dem Essen uns wieder genug Energie. Und Sie wissen, liebe Zuschauer, das Energiethema ist das Wichtigste, Schwingung, Frequenz, Energie. Wir haben noch gar nicht viel Informationen über das Thema Energie, Matrix. Warum zieht man dir Energie ab? Warum fühlst du dich manchmal so zusammengehauen, obwohl du gar nichts gemacht hast? Das ist ein Thema, was in Zukunft uns viel beschäftigen wird. Und deswegen ist es so, alles kommt zu mir zur richtigen Zeit. Jetzt haben wir die Werkzeuge bekommen, um unsere Energie, um die Energie in unseren Lebensmitteln, in unserem Wasser, bei belastenden Dingen, Autofahren ist heute für niemand mehr easy, weil so viel Verkehr, so viel Hektik und dann noch die Einwirkungen und Baustelle und was weiß ich. Da müssen wir in unserer Mitte, wenn Sie einen stressigen Job haben, Computer haben wir eben gehört. Ich kenne Leute, die sitzen 8-10 Stunden am Tag vor diesem Elektronikding da. Da ist es unheimlich wichtig, weil wenn ich Leute sehe, die das 10 Jahre gemacht haben, sind die alle krank. Warum? Weil der Mensch nicht dazu geeignet ist, jeden Tag 10 Stunden vor so einem Kasten zu sitzen. Früher waren wir Jäger und Sammler und waren 90% unserer Zeit draußen. Warum nehmen Augenerkrankungen immer mehr zu? Wir gucken gar nicht mehr in die Ferne. Unser Leben geht hier ab. Fernseh, Zeitung, Smartphone, Tablet, was weiß ich. Wir müssen dem Rechnung tragen, sonst bleiben wir am Schluss auf der Strecke. Und solche Dinge, wie zum Beispiel uns die Katharina gerade heute vorstellt, das sind alles kleine Helfer, die uns ein Stück weiterbringen, bis wir irgendwann die Grenze mal überschritten haben und verstanden haben, dass wir so starke Wesen sind, dass wir alles manifestieren können, dass wir alles erreichen können. Wir können alles wissen, aber die Türen hier und hier, die müssen Sie selbst aufmachen. Mhm. Und glauben Sie mir, heute zu sagen, ach, manifestieren, ja, das hört sich an, wie wenn ich jetzt sage, ja, Glas Wasser trinken. Nee. Für Ihre Sprache haben wir ungefähr 2 Jahre gebraucht, bis wir uns ordentlich artikulieren konnten als Kindern. Und jetzt glaubt irgendjemand, dass man manifestieren einfach so machen kann? Nee. Es ist lange Übung, Konzentration, in die Einheit mit deinem Körper gehen, dich richtig zu spüren, deine Kraft. Ich sage, irgendwann, wenn du mal spürst, wie dein Blut im Körper fließt, dann bist du an der Stufe angelangt, wo du mal anfangen kannst, was zu manifestieren. Üben, ne? Üben. Ja, und aber wenn so Hilfsmittel da ist, ja, dann ist es natürlich noch besser. Das ist ganz toll. Aber ganz was Wichtiges auch noch, wenn man zum Beispiel Sport macht, ja, oder wandern geht, ja, und so einen Ring am Arm hat, dann kann der wirklich, weil was zu passieren scheint, ist ja, dass das Blut agglutiniert, wenn man viel am Computer sitzt. Und der Ring scheint dafür zu sorgen, dass das sich wieder auflöst. Alles und schön flüssig bleibt. Alles wird also energetisiert, man kriegt mehr Sauerstoff im ganzen Körper. Und also ich kenne viele Leute, die gehen ohne Ringe nicht mehr zum Wandern, weil sie sagen, hey, ich habe jetzt viel mehr Energie, ich bin schneller als wie mein Sohn, der halb so alt ist wie ich. Ja, oder ist nachvollziehbar natürlich, wenn es energetisiert, dann im ganzen Körper. Logisch. Jetzt muss ich aber wieder ein bisschen auf die Zeit drücken. Richtig. Jetzt haben wir da noch andere Dinge stehen. Wir haben da diese Spiralen genau, in 2 verschiedenen Größen. Die Spiralen, ich nehme jetzt mal die hier. Die eine hat den Draht innen, aber die erklärt es besser. Und zwar kann man also mit der einen Seite, und das ist die, wenn ich jetzt sagen wir, ich habe jetzt Kopfweh, gerade hier, dann würde ich die da ansetzen und dann rausziehen. Ja. Okay. Oder ich habe zum Beispiel, ich habe einen Bienenstich gehabt und ich habe als Kind öfter einen Bienenstich gehabt und zwar genau da oben. Und normalerweise habe ich dann Schlitzaugen bekommen und hat es ziemlich wehgetan. Und ich war da im Auto und dann haben wir gedacht, gut, jetzt hast du die Spule gerade da, zufällig. Ja, dann habe ich die da hin und dann bin ich nach Hause gefahren und wie ich zu Hause war, keine Schlitzaugen, kein Weh mehr, gar nichts. Ja, und wenn man halt mit so einer Spirale dann rauszieht und wenn man dann das Gefühl hat, jetzt ist es gut, dann dreht man sie um und dann füllt man es wieder mit Licht. Ja, weil man muss sich vorstellen, ich habe so eine Leere geschaffen. Ja? Logisch, wenn ich was rausnehme irgendwo, muss ich wieder was reintun, um es wieder auszufüllen. Ja. Frage, muss ich die Spule reinigen oder passiert das automatisch? Nee, und zwar scheint es so zu sein, dass das hier kommt an, wie so eine Blochwand. Mhm. Und alles, was in die Blochwand kommt, wird umgewandelt. Und Leute, die
Energie sehen können. Die sehen, wenn ich heute halt jetzt an irgendeinem Bewegchen arbeite, dass das wie so dunkle Energie da reinfließt und dass das als helle Energie dann wieder rauskommt. Also wenn du jetzt was hast, kann ich Geschichte. da arbeiten. Ich brauche nicht Angst haben, dass ich jetzt dein Zeug kriege, was du loswerden Das wäre möchtest, die Frage gewesen, sondern ich genau. kriege Licht, während ich es von dir rausziehe und dann kriegst du Licht, wenn ich Hat es ja den umdrehe. doppelten Effekt. Ne? Irre, Und wenn du oder? natürlich noch richtig in deiner Kraft bist, ist das Und ja wie ein du, Turbo. also wir haben enorme Berichte von Leuten mit diesen Spulen. Ja, das ist, ich sage immer, jeder Erste-Hilfe-Kasten sollte so eine Spule haben. Kommen wir in der zweiten Sendung drauf, wie das Ganze wirkt. Jetzt habe ich hier noch was Fantastisches. Ja, Das sieht auch ganz toll aus. Was und ist das das war denn? das eigentliche Anliegen vom Slim, dass er eine Lösung für die Umweltverschmutzung wollte. Und dieses Teil hat also so eine Spule da innen drin und damit zieht es negatives Zeug und Luftverschmutzung rein. Und die Harmonizer, das sind praktisch drei Ringe und die schaffen so ein toroidales Feld, also ein kohärentes Lichtfeld. Und da ist eine CD dabei, wo das Lichtfeld ausgedehnt wird. Das hat wahrscheinlich so ungefähr, ja, jetzt haben wir mehr elektrische Sachen, aber sicher so 10, 20 Meter Umkreis, die haben davon Nutzen. Also Ja. das wäre ideal, gerade in einem Büro oder im Großraumbüro in entsprechender Größe. Der versilbert wäre ideal dafür. Wir haben viele Feng Shui-Leute, die sagen, diese Teile neutralisieren das Hartmann-Gitter. Ah, verstanden. Ja. Also, wo können die Leute denn sich nochmal genau informieren, auf welcher Seite über diese ganze Thematik? Sie können gern auf der Webseite von Mr. Water EU nachschauen und wenn es da wirklich was nicht geben sollte, dann werden die das an uns weiterleiten. Also, auf der Website www.mrwater.eu Genau. findet man alle Informationen Richtig. zu den Produkten. Wir werden am Ende dieser Sendung gleich Ihnen noch ein spezielles Angebot für unsere Time-to-Do-Zuschauer zur Verfügung stellen. Und dann wäre es natürlich toll, wenn Sie uns berichten über die Ergebnisse, die Sie mit den Dingen gemacht haben. Genau. Und wir haben gerade vereinbart, dass wir eine 90-Tage-Testversion mit einzelnen Dingen machen. Und über die Ergebnisse werde ich Ihnen natürlich auch berichten. Prima. Katharina, sensationell. Habe ich vorher zwar schon mal gesehen, im Raum und Zeit mal was gelesen Genau, darüber, ja. aber nicht verfolgt. Aber dass es so intensiv ist und vor allen Dingen das mit den Kindern und mit dem eigenen, das auf den Ja. Kopf legen, Meditation, Manifestation, Wahnsinn. eine Sensation. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch, Gerne, Katharina. gerne. Alles, alles Gute weiterhin. Danke dir. Und für Sie, liebe Zuschauer, ich hoffe, dass wir mit diesen Informationen und diesen, ich sage immer, in den einfachen Dingen liegt der Erfolg, nicht im Komplizierten. Und so einfache Dinge, die sich richten nach den Gesetzen unserer Natur und nach dem Wissen von bekannten Leuten wie Tesla, Reich und andere, das umzusetzen in der heutigen Zeit, größten Respekt. Und ich hoffe, es hilft Ihnen genauso, wie es schon vielen anderen Menschen geholfen hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Time-to-do-shop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.time-to-do-shop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline